Und solange Sie sich nicht von Angela Merkel und ihren Unterstützern distanzieren und ihrer gesamten Politik, stehen Sie weiterhin für eine Perversion des Asylsystems, das weggegangen ist von diesem individuellen Anspruch auf Asyl hin zu einer Regelung, wo faktisch die Vorlage eines Passes, wenn auch eines gefälschten, aus den wirklich ärmsten, kaputtesten, bildungsfernsten, kriminellsten und islamistischsten Regionen der Welt eine Eintrittskarte nach Deutschland und in ein Sozialsystem wurde. Und damit machen Sie, Frau Nasal, Deutschland arm, kaputt, bildungsfern, kriminell und islamistisch. Sie merken, werte Kolleginnen und Kollegen von der CDU und CSU, wie minzig der Schritt ist, hier Leistungen für Asylbewerber zu senken.